Thank you.
They don't hear us. Ja, wir ich begrüße Sie zum Finale der Männer im Dreistellungswettkampf in Thun. Es freut mich, dass wir bei bestem Wetter, bei besten Windbedingungen haben starten können, bereits zum Knieprogramm. Ich habe neben mir der Enrico Friedemann, der Cheftrainer der Männer. Quer, du könntest dich vielleicht noch kurz vorstellen und dann gehen wir gerade den Wettkampf über. Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute das co-kommentieren darf, das Finale. Ja, ich bin jetzt seit gut 3 Jahren hier in der Schweiz Trainer, bin in meiner Position Abteilungsleiter Gewehr und leite zudem die Trainingsgruppe am NLZ mit Jan Lochbieler und Christoph Dürr.
Wunderbar, vielen Dank. Wir sind ja bereits im Wettkampf gestartet. Das heisst, wir haben den Schützen haben die erste Fünfer-Serie geschossen in 200 Sekunden, gell, Enrico? 200 Sekunden, also 3 Minuten 20 Sekunden, müssen sie 5 Schüsse schiessen. Und da ist im Moment die Führung der Sandro Grüter vor dem, mit 52,0 Punkten. Zweiter Platz der Christoph Dürr mit 51,7. Dann dritter der Jan Lochbiller mit 51,4. Vierter der Lars Ferber mit 50,9. Fünfter der Gilles Dufault mit 50,0. Sechster der Manuel Lüscher mit 49,4. Siebter der Christian Alter mit 49,3. Und achter der Pascal Bachmann mit 49,2. Gleich schon 2,8 Punkte Vorsprung vom Führenden zum Pascal Bachmann auf dem 8. Platz. Ist schon relativ viel nach 5 Schuss. Ist viel, aber in so einem Finale kann auch sehr viel noch passieren. Ist eigentlich immer eine stetige Hin- und Her-Verschiebung. Klar, die ersten 5 Schuss sind entscheidend. Wie kommt man in so ein Finale rein? Kann ich mit einem guten Selbstbewusstsein und vielleicht mich auch ein bisschen daran beruhigen, oder bin ich gleich im Hintertreffen wie Pascal jetzt und ja, jage dem Feld hinterher, macht es dann natürlich ein bisschen schwieriger. Also wir haben ja auch vorgestern beim Finale von der Damen haben wir Petra Lustenberger gehabt, wo ja schon relativ langsam gestartet ist. Sie hat schon über 3 Punkte Rückstand gehabt nach der ersten Serie und ist gleich noch Zweiter geworden, also da ist sicher noch alles offen. Da ist alles drin. Generell, glaube ich, kann man sagen, liegend kann man eigentlich nicht unbedingt etwas gewinnen. Kniend und stehend wird im Normalfall der Unterschied gemacht. Im Wettkampf kann man das durchaus sagen. Im Finale würde ich dem nicht zustimmen. Ich sage mal, mit 3 guten oder sehr guten Liegenserien ist man da auch in der Lage, durchaus 4, 5 Ringe aufzuholen. Vielleicht sehen wir das heute. Outdoor ist das immer machbar, der Wind. Ja, kommt ein bisschen auf, ist stetig von rechts, also gut zu bewältigen. Ja, ich bin gespannt und ja, hoffe auf ein spannendes Finale mit viel Führungswechseln. Ja, in der Qualifikation, im Knienteil, dort hat der Christoph Dürr das höchste Resultat geschossen mit 397 Punkten. Der Jan Lochbiller selbstverständlich solid mit 395 Punkten. Ich denke, das sind Top-Resultate, das kann man sicher sagen. Im Bild haben wir jetzt vorher gerade den Lars Ferber gesehen. Der Lars Ferber, wenn ich vorher schon gesagt habe, der älteste Teilnehmer im Feld mit 36 Jahren. Ist aber auch mit 36 ist kein Problem, da noch vorne mitzuheben. Nein, das ist das Besondere an unserer Sportart, glaube ich, dass man das auch noch im hohen sportlichen Alter betreiben kann und das auch gut. Was ja in Sportarten wie Fußball oder Handball sicherlich schwierig ist, das noch auf einem hohen Niveau durchzuführen. Genau. Wir haben bereits die zweite Serie ist beendet. Der Christoph Dürr ist nach wie vor in Führung, hat 52 Serie geschossen, also top, jetzt schon 103,9 Punkte. Zweiter immer noch der Jan Lochbieler mit 102,7, hat 51,3 geschossen, solid. Dann der Sandra Grüter, 50,4, jetzt 102,4 Punkte im dritten Rang. Vierter der Gilles Dufault mit 50,8 und 100,8 Punkte. Vielleicht jetzt noch zum letzten, der Manuel Lüscher hat jetzt den letzten Platz übernommen, 99,2. Also da kann so oder so noch relativ viel passieren. Der Manuel Lüscher hat mir ein bisschen überrascht, ist der einzige Schütze jetzt da, der nicht im Kader ist, wo im Finale ist. Und ist aber nicht letzter gesehen. Es ist mit 1159 hat er ein super tolles Resultat geschossen. Ja, auf alle Fälle auch sehr gut liegend und stehend geschossen. Glaube ich, für jemanden, der das ja quasi als Hobby betreibt, ein sehr gutes Ergebnis. 1159. Das kann sich sehen lassen und damit war, glaube ich, heute auch sehr zufrieden. Was mich vor allem überrascht hat, ist, dass er stehend so stark geschossen hat. Kniend hätte jetzt noch ändert gedacht, dass er vielleicht Kante mithebt, aber auf dem Niveau stehend noch so mitschiessen, ist schon toll. Ja, ganz gewiss toll und zeugt von einem gewissen Talent, was er sicherlich hat. Ja,
Wir sind jetzt in der letzten Serie dran. Die dritte Serie im Kniend und sehen jetzt gerade der Christian Alther, glaube ich, im Bild, ja, wenn es mir recht ist. Er hat gerade ein 10,2 geschossen. Jetzt gerade der Jan Lochbieler, sensationelles 10,9. Vielleicht auch da für das Publikum schnell eine Erklärung, wieso 10,9? Die 10 ist ja eigentlich das Beste. Genau. Und die 10 ist ja, hat eine gewisse Größe und je näher man sich dem Zentrum annähert, bekommt man je ein Zehntel dazu. Das heißt, bei 10,0 geht es los, wenn die 10 angekratzt wird. Und je mehr man den Schuss in die Mitte platziert, geht es über 10,1, 2, 3 bis hin zur 10,9, wenn man eben wie Jan vorhin gerade genau die Mitte trifft. Wir haben jetzt gerade den Christoph im Bild. Der Christoph in Führung im Moment. Er hat der nächste Schuss, wenn wir schauen, ein sehr schönes Schussbild, ein klein hoch, aber ich glaube, das sind jetzt ein 9,9, aber auch mit 9,9, da verliert man nicht wahnsinnig viel. Das ist der Vorteil von der Zettelswertung. Wenn er jetzt ein 9 geschossen hat, dann wäre gleich ein Punkt weg im Vergleich zu einem 10-0. Richtig, wenn man das zum Wettkampf vergleicht, stimmt das. Eben hat man auch im Vorkampf gesehen oder in der Qualifikation beim Liegen zum Beispiel, war Jan in der Zehntelwertung überragend. Bei den 40 Schuss hat er über 420 getroffen, das heißt 105,0 im Schnitt und hatte aber letztendlich auch nur 398 Ringe. Hat aber immer die Einpassen gehabt, wo über 106 war. Genau, 106,6 mit einer 9. 29,9 hat er geschossen, ja, in der Qualifikation, genau. Ja, Kniend. Serie ist fertig. Der Zwischenstand ist so, dass Jan Lochbieler jetzt mit 52,4 und 155,1 total die Führung übernommen hat. Im zweiten Rang der Christoph Dürr. Der Christoph hat 50,5 jetzt in der dritten Serie und ist zweiter mit 154,4 Punkten. Das sieht man jetzt in der Einblendung. Dann dritter, der Sandro Grüter mit 153,7. Er hat dann 51,3 passen gehabt. Vierter, der Gilles Dufault, der sich aufgeschafft hat. Nein, ist immer noch vierter. Mit 152,2. Mit einem Passen von 51,4. Dann der Pascal Bachmann mit 51,5. Solid. 152,1 total. Und jetzt geht es gleich schon 2,5 Punkte runter zum Christian Alther. Der Christian Alther totalisiert 149,6 im 6. Rang. Dann der Manuel Lüscher im 7. Rang mit 149,0 und der Lars Färber im 8. Rang mit 148,7 Punkten. Also wir haben jetzt nach diesen drei Serien schon 6,4 Punkte Unterschied zwischen dem Führenden und dem 8. ist schon relativ viel. Das ist schon relativ viel, auch ja, wenn die Stehenposition die schwierigste eigentlich noch folgt, aber die Führenden oder die Vornliegen sind ja auch nicht die schlechtesten Stehenschützen. Also über 6 Ringe nach der ersten Position Rückstand zu haben, ist schwer, das wieder aufzuholen. Also für die ersten, meine, man kann nicht sagen, für die ersten 3 lange, ich kann es nicht mehr lange. Ich meine, er hat, der Lars Färber hat auf dem dritten Platz, hat er 5-6 Punkte Rückstand. Liegend wird er das sicher nicht gut machen, kann man ja nicht vorstellen, aber stehend. Lars ist ein sehr guter Stehenschützer, das sieht man auch an seinen hervorragenden Luftgewehrresultaten. Schweizer Meister geworden, das Jahr. Richtig, und für ihn ist da sicherlich ähnlich wie Petra Lustenberger gestern noch im Stehendanschlag etwas drin. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass man den Christian Alther doch ganz schnell noch vorstellt. Der Christian Alther, er ist Konstrukteur. Ihm seine Hobbys sind Fotografie. Er kommt von der Sportschütze Gossau, wohnt in Grub. Ihm seine Erfolge sind 2019 im dreistelligen 6. Rang mit dem Kleinkalibergewehr. Dann hat er mit der Gruppe ist er Schweizer Meister geworden 2020. Kleinkaliber und hat den 30. Rang zu Baku der EMK 2017. Dann hat er mit dem Luftgewehr mit der Mannschaft 2020 gewonnen mit Gossau und den 3. Rang 2020 mit der Gruppe.
Jetzt sind die Schützen am Umstellen, beziehungsweise die meisten haben schon umgestellt. Es steht nur noch, wer ist das? Der Sandro Kräuter. Sandro Grüter, genau. Je schneller sie umgestellt haben, desto mehr Zeit haben sie zur Verfügung, zum liegend zu schiessen. Liegend, würde man meinen, ist ja eigentlich einfacher, oder? Weil es ist ja eigentlich eine einfache Position. Man hat eine größere Auflagefläche, ganz klar. Die Schwankungen sind dementsprechend auch geringer. Und es ist ruhiger, aber in so einem Finale, eben wenn man ja einen Puls auch von 160 hat, vielleicht der eine oder andere mehr oder weniger, dann bewegt sich natürlich die Waffe auch ein bisschen mehr und ja, der Liegendanschlag, da ist man natürlich bestrebt, auch immer eine 10 zu schießen. Und das macht das Ganze auf 50 Meter natürlich auch im Finale sehr schwer. Wir haben ja im klaren Sommercup schon ein paar Mal Pulsmessungen gemacht, ab dem Achtelfinal. Und speziell ist zum Beispiel Andrea Brühlmann, der hat in der Regel auch der Simon Bayer sehr tiefen Puls, 80, 90. Und der Jan Lochbähler zum Beispiel 140, 150. Das sind enorme Unterschiede. Ja, ja. Jan, sein großer Vorteil ist, dass er halt von seinen physischen Voraussetzungen, die er mitbringt, nicht körperlich gar nicht der ruhigste Typ sein kann. Ich sage mal, er ist wie so ein Kraftwerk, was ständig auf Hochtouren läuft. Und sein Vorteil ist natürlich daran, dass es im Training dementsprechend auch nicht ruhig ist. Ja. Und ja, er hat da quasi die Chance, fast wie im Wettkampf unter diesen Bedingungen auch so zu trainieren. Und das ist natürlich ein bedeutender Vorteil, als wenn man im Training immer sehr ruhig ist und im Wettkampf dann auf einmal der Puls schlagartig ansteigt und man hat, bekommt Bewegung auf die Waffe. Wir haben vorher gerade Jan Lochbähler im Bild gehabt. Oder jetzt vielleicht gerade der, das ist glaube ich der Sandro Grüter. Ja. Sandro Grüter hat jetzt zum Beispiel kein Händchen an der rechten Hand. Es gibt aber Schützen, die mit Händchen schiessen an der rechten Hand. Was bringt denn das für einige Vorteile? Ich glaube, jeder, der schon mal ein bisschen nervös war, hat auch ein paar feuchte Hände bekommen. Und dann ist natürlich ja, der Sitz der rechten Hand, der auch sehr, sehr wichtig ist für das Auslösen zum Beispiel, nicht immer konstant zu halten. Und das ist eigentlich der Grund, warum die meisten auch einen Handschuh dafür tragen. Sicherlich auch bei Temperaturen wie heute Morgen auch nicht schlecht, wenn die Hand an sich ein bisschen warm gehalten wird. Wir sehen jetzt gerade Jan Lochbähler, ihm seine linke Hand, wo das Gewehr vorne dran hebt, hat er so wie eine Kunststoffschale. Ja. Da sieht man auch verschiedene Modelle. Was ist denn dort der Vorteil von dieser Schale? Ja, gibt ein bisschen mehr Stabilität als ein gewöhnlicher Handschuh und ja, lässt natürlich auch die Position der Hand sehr konstant halten. Also ist das dann vor allem ein Vorteil liegend oder mehr kniend und stehend? Ob das jetzt speziell für einen Anschlag ein Vorteil ist, das ist natürlich abhängig von der jeweiligen Position, eben dem Stehen zum Beispiel, wie ist die Handposition dann. Das kann man so pauschal nicht sagen, aber im Liegend ist es natürlich auch angenehmer, wenn man so ein Material hat, weil es ja auch ja, einen gewissen Schmerz mit sich bringt. Mhm. Ihr schiesset ja mit dem Kader viel in der Halle, das Biel. Ja. Dort könnt ihr unter optimalen Bedingungen trainieren, also ohne Wind, ohne Lichtwechsel und so weiter. Tönt ihr aber auch bewusst dann in anderen Ständen trainieren, wo es dann auch Lichtwechsel oder Wind speziell hat? Meine internationalen Wettkämpfe musst du einfach schiessen, ob es jetzt windet oder nicht. Das ist richtig. In der letzten Zeit oder seit wir die Halle haben in Biel, machen wir das speziell nicht. Wir legen da ein bisschen Mehrwert drauf, damit die Schützen mit einem gewissen Selbstbewusstsein zu den Wettkämpfen fahren, ihre optimale Leistung oder das zu erfahren, was sie eigentlich drauf haben. An den Wettkämpfen generell gibt es ja dann Trainingszeiten und die Athleten meiner Trainingsgruppe zum Beispiel, die haben auch sehr, sehr viel Erfahrung in den letzten Jahren, der Jan speziell. Das sieht man jetzt auch, er wartet, bis er den richtigen Wind erwischt. Ist jetzt ganz speziell, wenn man sieht, wenn er mit den Augen hin und her gegangen ist, genau, und schaut, wie der Wind geht. Er hat seine Uhr liegen, weiß, 2,5 Minuten sind Zeit und man weiß, ja, man kann so
Ah, der Start ist noch gar nicht gesehen. Ich habe gemeint, es sei schon losgegangen. Ja. Okay, also der Start für den ersten 5 Schuss in 150 Sekunden ist jetzt gegeben worden. Wir sehen jetzt den Jan Lochbieler im Grossbild. Fährt an mit 10,3. Nicht speziell gut, aber ein solider Wert. Ja, solide. Christoph gleich mit einer 10,8. Damit sind sie. Ist er auf 2/10 an Jan herangekommen. Sieht man also, man kann auch im Liegen ganz schnell Fortschritte machen. Jetzt noch eine 10,8 und ja, da gibt es dann schon nach 2 Liegenschüssen. Der Christoph hat relativ lang gehabt, bis er liegend drin war. Er hat eigentlich die ersten 2 Passen, hat er nicht so wahnsinnig gehabt und danach hat er dann eigentlich losgelassen. Muss ich schon schauen. Christoph, nein, er hat mit 2x100 begonnen. Stimmt. Nein, 100. Ja, 2x100 und 2x99, stimmt, ja. Lief genau. Eigentlich alles perfekt, gut. Ja. Aber nicht so zettelswertig, nicht so hoch. Das war nicht so hoch wie beim Jan, das ist richtig. Ah, jetzt weiß ich, der Christoph ist nochmal aufgestanden bei den Probeschüssen. Er hat etwa fast 20 Probeschüsse geschossen und ist nochmal aufgestanden und dann rein und dann hat es angefangen zu ziehen. Genau, jetzt bin ich falsch gewesen. Aber jetzt, richtig. Wie man sieht, zeigt er, dass er auch Zehntel sehr gut schießen kann. Genau. Über einen 10,7er Schnitt bei den ersten 3 Schüssen. Sehr, sehr gut. Ja, man sieht jetzt auch die verschiedenen Schussbilder. Der Christoph Dürer hat ein ganz enges Schussbild, wenn man ihn sieht, ganz links unten. Der Jan Lochbieler eher ein bisschen in der Höhe verteilt. Steht jetzt fast gleich. He? Nein, der Christoph Dürer ist 207,8 Punkte, ist voraus im Moment. Ja. Jetzt sind alle fertig. Ja, sensationelle 53,4 vom Christoph. Sehr gut, ja. Das ist mal 2 gäbe 106,8, das wäre natürlich ein absoluter Hammer. Wenn wir schauen, was er dann in den nächsten 5 Schüssen bringt. Also, Zwischenstand in Führung mit 207,8, jetzt der Christoph Dürr. Auf dem zweiten Rang der Jan Lochbieler mit 207,0. Im dritten Rang der Sandro Grütter mit 204,9. Vierter immer noch der Gilles Dufo mit 203,3. Dann der Christoph Alter, fünfter mit 201,8, mit einer Passe von 52,2. Dann der Pascal Bachmann, eher tiefe Passe mit 49,1. Im sechsten Rang mit 201,2. Dann der Manuel Lüscher 200,5 im siebten Rang. Und der Lars Ferber, achter mit 200,0. Hat also schon wieder ein bisschen Platz gewonnen gegenüber dem siebten, achten. Aber Platz verloren gegenüber dem Führenden. Ja. Also er hat jetzt schon 7,8 Punkte Rückstand. Es ist der Start zur nächsten 5er-Serie geworden in 150 Sekunden. Wir sehen gerade Christoph Dürr, der Führende, und wollen schauen, was es erschießt. Genau, jetzt kann man es gut sehen, wie er zum Wind schaut, wie die Augen links und rechts schauen. Jetzt hat er die Zielphase. Genau. Ah, 9,8. Schade, dass er auch so verglugt hat. Man hat gerade gesehen, dass er eigentlich nicht ganz schön nachgeschaut hat, ja. Oder Enrico? Wollen wir gerade aufschreiben? Ja, und Jan 10,6 jetzt, sein schön. Bester Schuss in dieser Finalrunde, zieht er sofort gleich mit Christoph wieder. Spannend an der Spitze. Ja, dann sehen wir den Lars Ferber im Bild. 10,5. Hat aber wahrscheinlich vorher ein 9 gehabt, der links aussen war. Ja, 9,5 war das eventuell. Dann der Manuel Lüscher. Ja, er ist ja auch ein guter Liegendschütze, war Junioren-Europameister mit dem Team im Liegendanschlag. 9,7, auch er sofort übergeschaut, nicht zufrieden mit dem Schuss. Ja, der Christoph Dürr und der Jan Lochbieler leistet sich im Moment einen Wettkampf zu zweiten. Was rechnest du? Greift dann noch jemand anders in das Duell ein? Ja, schwer zu sagen jetzt im Vorfeld. Die Abstände sind noch relativ gering. Wie gesagt, im Stehendanschlag kann viel passieren. Aber Jan war natürlich heute überragend im Stehend. Stehend, Klasse für sich. Ja? Anschlag in der Qualifikation. Wenn er das so rüberbringen kann, dann wird es natürlich schwierig,
da noch aufzuholen. Also für das Publikum vielleicht schnell, der Jan Lochbieler hat in der Qualifikation in diesen 40 Schuss stehend 387 Punkte geschossen. Das darf man sagen, das ist wirklich Weltklasse. Dann der Christoph Dürr zum Beispiel 377, also 10 Punkte weniger. Wer noch sehr gut geschossen hat stehend, ist der Pascal Bachmann gewesen mit 384 Punkten. Ja. So, wir haben jetzt den nächsten Pass liegend fertig. Die höchste Punktzahl hat der Christian Alther geschossen mit 52-0, ist aber am Schluss von der Rangliste hinter dem Lars Färber. Das stimmt. Ich kann das sehen. Der hat nur 41,7 Punkte in der ersten Liegenpass. Okay, da muss etwas passiert sein, ja, was wir nicht mitbekommen haben. Nicht also, es könnte sein, dass er einen Schuss nicht hat schiessen konnte, dass er da zu langsam war. Ja. Also, wir können schnell das Zwischenklassement sagen. Im ersten Rang der Christoph Dürr mit 258,8. Sehr interessant. Mit dem Jan Lochbieler als Zweiter, nur mit 0,8 Punkten Rückstand, 258,0. Bereits 2 Punkte hinter drin, dann der Sandro Grüter mit 256,0 und wieder 1,2 Punkte hinter drin, der Gilles Dufault. Der Gilles hat einen sehr bekannten Vater, der Pierre-Alain Dufault. Kennst du den Pierre-Alain? Nein. Nein? Leider nicht, aber ich habe viel gehört. Und ja, der Gilles hat sicherlich sehr viel fürs Schießen dort mitbekommen. Ist ja auch im 300 Meter Schießen sehr, sehr erfolgreich. Auch hier wieder Schweizer Meister geworden. Und ja, und auch auf 50 Metern zeigt er immer mehr und mehr, dass er da auch einen sehr, sehr guten Weg einschlagen kann. Ja, und Lochbieler, 9,1. Wow. Unglaublich. Ja, so auch von den Schussbildern her kann man fast denken, dass ein bisschen drehender Wind mehr aufgekommen ist. Dass ist er aber schneller wechselt. Aber eigentlich nur er und der Pascal Bachmann, der Schuss, ja, oder zwei Schuss rechts haben, die anderen eigentlich nicht unbedingt. Vielleicht zu wenig beachtet oder der Wind ist gerade aufgekommen, wo er bevor er geschossen hat. Eben, es kommt darauf an, auf was er sich eingeschossen hat, ob er sich auf Wind eingeschossen hat, ob er angehalten hat. Vielleicht hat er gerade angehalten und da ist der Wind quasi ausgeblieben. Irgendwann muss man ja mal auf die Scheibe zielen. Also, aber 9,1 ist natürlich hart. Das ist ein ganzer Ring. Ja, schlussendlich kann man ja nicht mehr auf alles schauen, wenn man am Schiessen ist. Man kann das vorher kontrollieren, aber ich sage jetzt einmal, von dort weg, wo man das Auge wegnimmt vom Wind, geht es ja vielleicht noch 5 Sekunden, bis richtig, der Schuss ausgelöst ist. Und in dieser Zeit kann natürlich viel passieren. Genau. So, ja, Manuel Lischer hat nochmal sein Können gezeigt, 52,8, hervorragend. Er ist einmal auf dem letzten Platz gesehen und jetzt bereits, ja, auf dem fünften Platz. Gott, das ist, sind ja nicht alle durch jetzt. Mal schauen, was es da noch passiert. Also, ja, auch Schill jetzt 52,2. Ja, jetzt da sind alle fertig. Kämpft, genau, er sich auf den dritten Platz hervor. Ja, jetzt ist der Christian Alther ist auf dem letzten Platz. Also, der Christoph Dürr in Führung. Vielleicht noch schnell für das Publikum, bevor wir jetzt noch das Resultat durchgehen. Die Schützen tun jetzt wieder umstellen alles und haben 9 Minuten der Zeit für das, inklusive Probeschüsse stehend. Also in Führung mit 309,8 Punkten Christoph Dürr, 1,1 Punkt vor dem Jan Lochbieler, vor ihm seiner Paradedisziplin, würde ich jetzt mal sagen, gegenüber den anderen. Der Gilles Dufault ist jetzt auf dem dritten Platz, hat den Platz gut gemacht mit 307,0. Ihm seiner Rückstand auf den Jan ist 1,7, das ist kein Problem, absolut aufholbar. Dann der Sandro Grüter auf dem vierten Platz mit 306,5, nur 0,5 Punkte hinter dem Gilles Dufault. Der Manuel Lüscher, wie gesagt, jetzt auf dem 5. mit 303,8, wo er jetzt liegend recht aufgeholt hat. Dann auf dem 6. der Lars Färber mit 302,3, wo sich auch verabschiedet hat von den letzten Plätzen. Dann der Pascal Bachmann, der hinterher gerutscht ist, mit 49,6. Ist liegend schon, ich will jetzt nicht sagen grottenschlecht, schlecht, aber nicht viel besser. Ja. Mit total 302,1 und auf dem letzten Platz mit 295,4, wo ich eben rechne, dass er hat müssen einen Nuller kassieren, der Christian Alther.
Ja. Ja, Was für jetzt. eine Prognose würdest du geben, wer gewinnt? Schwierig zu sagen. 1,1 Ringe Vorsprung für Christoph ist wenig, aber es ist ein Vorsprung. Ja, nach den Qualifikationen kann man natürlich auf den Jan setzen, das ist das Einfache, aber so ein Finale hat seine eigenen Gesetze. Und ja, selbst ein Gilles würde ich nicht abschreiben, 2,8 Ringe. Auch das ist mit 15 Schuss stehen noch gut aufzuholen. Ab Platz 5 wird es dann schon etwas schwieriger, glaube ich, noch bis ganz nach vorn zu kommen. Obwohl, wie wir vorhin gesagt haben, Lars Färber sehr guter Stehenschütze ist. Für ihn glaube ich, oder würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass es da jetzt noch ein bisschen nach vorn geht. Also ich denke, ein dritter Platz ist für die noch möglich, aber ich glaube, der erste und der zweite, ja, sag niemals nie, aber der erste und zweite wird schwierig sein, würde ich jetzt mal behaupten. Aber du hast jetzt immer noch nicht gesagt, wer es gewinnt. Ja, ich würde sagen, der Christoph Lochbieler. Der Christoph Lochbieler. Gut. Also ich tippe jetzt auf den Christoph, da kannst du dir ja annehmen. Okay, dann machen wir so. Also wenn der Jan gewinnt, dann machst du das Interview mit dem Jan und wenn der Christoph gewinnt, dann mache ich das Interview mit dem Christoph. Okay, machen wir so. Gut, also wir sehen, die Schützen sind bereits in der Stehendposition. Was ist das schwierig, von liegend zu stehend umzustellen? Das Schwierigste, was sich über die Jahre jetzt entwickelt hat, war eigentlich immer diese Umbauzeiten. Weil das kannte man ja nicht und nach den Olympischen Spielen 2012 wurde ja dieses neue Finale eingeführt. Vorher gab es ja nur stehend im Finale und das war eine große Herausforderung zu Beginn. Man musste die Abläufe, ja, die müssen im Schlaf eigentlich funktionieren und man musste das beginnen zu trainieren quasi, weil eben sind nur 9 Minuten. Wenn ich jetzt 7, 8 Minuten brauche, um meine Waffe umzubauen, ist natürlich 1 Minute sehr knapp, um dort noch alles einzustellen, damit ich auch in der 10 bin. Dann kommt natürlich auch Hektik auf, was meinen Puls auch noch in die Höhe treibt, wenn irgendwas schief läuft. Und man hat es auch in den letzten Jahren oder in den Anfangsjahren oft gesehen, dass hier und da zwischen den oder in den Umbauzeiten einiges schiefgelaufen ist, auch bei internationalen Finals. Da wurde mal eine Visiererhöhung vergessen oder war der falsche Korntunnel drauf. Und das haben die Schützen nach und nach, auch mit Hilfe der Industrie, ja, verbessern können. Und ja, jetzt hat jeder 3 Diopter, 3 Hakenkappen. Das sind nur noch kurze Handgriffe, die dort ablaufen, so dass man ja jetzt im Stehendanschlag zum Beispiel ja gut 4 Minuten, vielleicht 3 zum Probeschießen dann auch noch hat. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung für alle. Und heutzutage, ja, sieht man auch nicht mehr, dass da irgendeine Hektik zwischendrin kommt, sondern das sind alles Handgriffe, die automatisch ablaufen. Am Anfang ist aber, glaube ich, auch von liegend auf stehend auch 7 Minuten gesehen. Oder ist du schon 9 Minuten gesehen? Nein, war schon immer 9 Minuten. Okay. So, der Jan Lochbieler sehen wir gerade in Grossaufnahme. Man sieht jetzt auch sehr schön, wenn er die Stützhand hat. Die eine Hand am Griff, am Abzug und die andere Hand, die das Gewehr stützt. Wie schwer ist so ein Gewehr? Jan, sein Gewehr wiegt ja knappe 7 Kilo, also schon eine ordentliche Ja. Masse, die da mitkommt. Aber er kann es, glaube ich, gut handeln. Er braucht auch so ein bisschen das Gewicht. Sieht man dann immer im Gegensatz zum Luftgewehr, wo es ja sehr limitiert ist, mit 5,5 Kilo, wo man dann ja doch auch Probleme bekommt als ein Schütze, der eher die schwereren Waffen mag.
sage ich mal so. Was ist denn der Vorteil von einer schwereren Waffe, von einem schwereren Gewehr? Ich will nicht unbedingt sagen, dass es ein Vorteil ist, aber ich glaube, für einen Jan, der muss das richtig spüren, das Gerät. Und sicherlich gibt es auch Schützen, die sehr gut mit leichteren Waffen zurechtkommen oder das auch bevorzugen. Aber je mehr die Waffe natürlich auch Masse hat, desto träger ist sie natürlich auch. Was wiederum auch in so einem Finale, wo eigentlich die Masse ständig in Bewegung ist durch Puls und Aufregung, natürlich auch schwieriger sein kann, es wieder ein bisschen ruhiger zu bekommen. Munition, was für einen Einfluss hat Munition? Also der Jan, ich nehme an, alle gehen wahrscheinlich in die Munitionsfabrik einschiessen. Was für einen Einfluss hat Munition? Munition hat, ich sag mal, im Dreistellungswettkampf nicht so einen großen Einfluss wie natürlich beim Liegenschießen, wo es nur um die Zehntel geht. Weil ich sage immer, man kann einen guten Schuss abgeben, aber ob das dann eine 10,4 wird oder eine 10,9, das liegt nicht in den Händen von dem Schützen. Und das ist eher ja so ein bisschen früher dann auch zum Wettrüsten fast geworden. Beim Liegenschießen, man wollte immer bessere Munition, noch kleinere Trefferbilder. Und das wurde, so wie es argumentiert wurde, auch ein bisschen ja, zum Totengrab fürs Liegenschießen im olympischen Bereich. Man muss wiederum sagen, dass es natürlich schade war, dass diese Zehntelwertung überhaupt gekommen ist, weil früher war das auf ganze Ringe ein ganz anderes Schießen, psychologisch schon. Da durfte man sich liegen kaum einen neuen leisten und da stand man von Anfang an unter Druck. Man musste die 10 schießen, ähnlich wie im Luftgewehr es war. Und jetzt, auch gerade bei der jungen Generation, sieht man das, da wird einfach mal losgeschossen. Ob ich jetzt einen neuen schieße oder nicht, ist ja egal. Wenn ich ein paar gute 10 wieder schieße, 10,7, 10,8, dann habe ich auch meine 9 wieder ausgebügelt. Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen. Ist ein ganz anderes Schießen. Die junge Generation, ganz klar, die kann damit sehr, sehr gut umgehen. Und aber für mich als Trainer oder auch selbst als Schütze früher war es psychologisch eine größere Herausforderung, als es heute das Zehntelschießen ist. Gut, die Schützen sind bereit. Es geht jetzt gerade los mit der ersten Fünfer-Serie stehend in 250 Sekunden. Und dann werden wir sehen, welche Prophezeiung, was dann nach der stimmt. Vielleicht auch beide nicht. Ja, Wer weiß. kann auch passieren. Jill ist alles zuzutrauen. Ja, der Aber Rückstand ist nicht groß. Ich denke, der Manuel Lüscher, der wird sicher schwierig haben, noch da in den ersten zwei Kämpfen einzugreifen. Aber ein dritter Platz wäre allenfalls auch für einen Christian Alter. also. Ja, Gott möglich, aber Gut, Jill jetzt 8,9 zur Eröffnung. Oh, auch Lars Färber 8,9. schade. Sandro Kreuter würde ich auch nicht abschreiben, hat auch Nein. 384 in der Qualifikation gehabt, also auch sehr, sehr gut. Aber man sieht schon, es ist kein Schütze mit einer 10 zu Beginn, dass es doch schwierig ist. Sandro Gritter hat aber noch nicht geschossen. Er könnte jetzt noch eine Szene schiessen. Macht er auch 10,1 Schön. und schon auf Platz 3. Ja. Also bereits der Gilles Dufaux abgelöst auf dem dritten Platz. Der Christoph Dürr immer noch in Front. Jetzt auch Christoph mit einer 10,1. Jetzt geht der Jan Lochbieler in grosse Aufnahme. Oh, Jan 8,9. Ja, das ist auch psychologisch, mental schwierig mit dem 8,9 jetzt unter Umständen. Aber Ja, immerhin bleibt der Final bleibt interessant. das auf alle Fälle. Gut, das ist das Gute im Finale. Man hat nicht
lange Zeit, darüber nachzudenken, sondern 4 Minuten, 10 Sekunden für 5 Schuss ist schon sehr sportlich, also muss es da weitergehen. Und dann muss man schnell so einen Schuss abhaken. Der Christian Alter mit 10,5. Jetzt Pascal Bachmann 10,8. Schön. Hat jetzt 50,8. Sehr, sehr gutes Resultat. Ja, sehr gut. Ja. Pascal Bachmann im Moment gerade der Einzige mit der 10 auf der Scheibe, alle anderen mit 8 oder 9. Pascal ist auch schon fertig, sehr, sehr schnell geschossen. Ja. Jetzt Sandro fertig. Gilles Duffo mit 47,9 auch eher schwach. Der Jan Lochbieler jetzt gerade mit einem 10,7, macht in den Boden gut. Ja. Kommt er wieder dichter an Christoph heran, der eine 9,3 hatte, sind dann 1,4 Ringe mit einem Schuss. Also so schnell kann es im Stehenschießen gehen. Also nur noch der Christoph und der Jan beim letzten Schuss. Der Christoph 9,9 zum Abschluss. Genau. Und 48,3. Der Jan. Lagen wir beim Jan. Bei ihm sehen wir ganz wenig Bewegung da. Noch eine 10,4 und schon sind sie beide wieder dicht. 10,4 für Jan Lochbieler. Und der Unterschied zwischen dem Christoph Dürr und dem Jan ist nur noch 0,4 Punkt. In Führung der Christoph Dürr nach der ersten Stehenserie mit 358,1 Punkt. Zweiter der Jan Lochbieler mit 357,5 Punkt. 357,7, nur 0,4 hinter 3. Bereits 2,8 Punkte hinter dem Jan Lochbieler, der Gilles Duffo mit 354,9. Dann vierter der Sandro Grüter mit 354,6, also nur 0,3 hinter dem Gilles. Dann der Pascal Bachmann mit 352,9 auf dem fünften Platz, 1,7 Punkte hinter dem Sandro. Auf dem sechsten Platz der Manuel Lüscher mit 351,4. 1,5 Punkte hinter dem Pascal, auf dem 7. der Christian Alter mit 349,5 und auf dem 8. der Lars Ferber mit 349,3 und trotzdem, dass der Christian, glaube ich, einen Nuller hat müssen schreiben, liegend, ist er vor dem Lars Ferber. Ja, eigentlich überraschend. He? Meine Hand verbrennt langsam. Da hatte ich, oder da sieht man auch, dass ich ein Experte mal täuschen kann, hätte ich in Lars ein bisschen stärker eingeschätzt. Aber ja, 47,6 ist schon. 47,0 ist schon. Aber es gibt ja weitere 5 Schuss. Jetzt genau. Hat er schon eröffnet mit 10,5. Und der Jan fängt mit einem 8,2 an. Ja. 8,2 zu Christophs 9,6 sind schon 1,4 Ringe für Christoph gut geschrieben. Nach dieser Serie geht die zwei Schützen mit dem tiefsten Total weg zur Information vom Publikum und dann wird je ein Schuss kommandiert geschossen in 50 Sekunden. Je und dann geht dann jedes Mal der Schütz mit dem tiefsten Total weg. Das heisst jetzt, nochmal nach der 5er-Serie, gehen wir davon aus, dass das der Lars Ferber und der Christian Alter sind und dann nachher nach jedem Schuss dann die nächsten. Ja, jetzt zeigt der Lars, was er eigentlich kann. 4 Schuss in Folge eine 10 und sehr gute 10. Hat jetzt schon 42,2 und noch einen ganzen Schuss. Auch Sandro Kräuter kommt ganz stark auf zu den beiden Führenden. Hat jetzt Jan Lochbieler überholt. 41,2 nach 4 Schüssen, sehr, sehr stark. Also wird nochmal richtig durcheinander gewirbelt, das Feld. Ja, passiert noch nicht wahnsinnig viel. Der
Manuel Lüscher bereits fertig mit 51,5. Nach diesen 47,6 ein sehr gutes Resultat. Momentan auf dem vierten Platz. 51,9 für Lars Färber. Dann 51,8 für Sandro Grüter in dieser Serie. Sehr, sehr gut. Er kann jetzt sogar die Führung übernehmen, wenn Christoph keine 10 schießt. Er hat noch nicht geschossen, der Christoph. Und der Lars mit seinen 51,9 springt von Platz 8 auf 5. Jan hat sogar noch, er hat auch noch einen Schuss. Ja. Ja, es bleibt spannend. Jan hat 10,4 zum Abschluss. Da wartet er seine Chancen. Hier weiter. Aber er ist auf den dritten Platz zurückgekehrt. Ja. Christoph Dürr, warten wir auf den letzten Schuss. 9,7. Und da haben wir es. Sandro, neuer Führender nach 10 Stehenschüssen. Also der Sandro Grüter führt mit 406,4 Punkten. Nur 0,3 hinter dem Sandro der Christoph Dürr auf dem zweiten Platz mit 406,1. Auf dem dritten Platz der Jan Lochbieler mit 404,9. Dann auf dem vierten Platz der Manuel Lüscher mit 402,9 Punkten. Also für mich gleich auch eine Überraschung. Der einzige Schütz, der nicht im Kader ist. Also eine tolle Leistung. Auch sehr gut zu sehen, dass er seine Qualifikationsstehendleistung auch im Finale bringen kann. Dann der Lars Färber jetzt auf dem fünften Platz, wo, man, wo ich schon gesagt habe, von dem müssen wir uns verabschieden. Lars Färber auf dem fünften Platz mit 401,2 Punkten. Dann sechster Platz verloren, der Gilles Dufault mit 401,0, mit 46,1 und 47,9. Schwache Stehenpassen. Dann der Pascal Bachmann mit 400,7 im siebten Rang und achter der Christian Alter mit 395,5. Der Pascal und der Christian werden ihren Stand müssen räumen. Und es geht weiter mit dem ersten Einzelschuss in 50 Sekunden. Ja, und da wird es spannend zwischen Jill und Lars. 0,2 Ringe. Der Rückstand von Jill. Schauen wir, wer zuerst schießt. Sandro Lüscher. Manuel Lüscher 9,7. Oh, Sandro Kräuter jetzt 9,0. Da gibt es wieder. Ja, das ist schade. Gute Chancen. Jill 10,1 und Lars Färber 9,2. Damit werden wir uns vom Lars verabschieden müssen. Ja. Der Christoph Dürr als 9,4, der Sandro Grüter 9,0, der Manuel Lüscher 9,7, der Jan Lochbieler 7,1. Unglaublich! Damit Manuel Lüscher auf Platz 3 jetzt. Sehr, sehr spannend. Christoph übernimmt wieder die Führung, nur ein Zehntel vor Sandro. Schön! Der Christoph Dürr auf dem ersten Platz mit 415,5. Zweiter, der Sandro Grüter mit 415,4. Nur 0,1 Punkt hinter drei. Dann dritter, der Manuel Lüscher, sogar der Jan Lochbieler überholt mit 412,6 Punkt. Vierter, der Jan Lochbieler mit 412,0 und 7,1 im letzten Schuss. Dann der Gilles Dufault vom fünften mit 411,1 mit einer 10,1 und der Lars Färber muss den Stand verloren mit einer 9,2 und 410,4 total. Herzliche Gratulation trotzdem an Lars Färber für den Wettkampf. Schauen wir beim nächsten Schuss. Platz 5, Gilles, Jan, Manuel. Sehr dicht beieinander. 1,5 Ringe, die drei nur auseinander. Manuel 10,4. Sehr stark. Damit Wahnsinn. Sichert er seine dritte Position. Sandro Grüter. 9,6. 9,6. Schon wieder eine 10. Aber jetzt auch Jan. Lochbieler 10,5. Und der Christoph Dürr 10,5. Ja, das bleibt spannend. Der Christoph Dürr mit 10,5, 426,0 Punkte Führung. Zweiter, der Sandro Grüter, ein Punkt hinter drin mit 425,0. Zwei Punkte hinter dem Sandro, der Manuel Lüscher mit 423,0. Vierter, der Jan Lochbieler mit 422,4, 0,6 Punkte hinter drin.
Und fünfter der Gilles Dufaut mit 421,1 mit 10,0. Der Gilles wird den Stand räumen müssen. Ja, da bin ich ja gespannt, ob der Jan noch etwas bewirken kann. Er ist kurz vor dem Ausscheiden. Ja, 6/10 ist ein Hauch von nichts. Alles möglich. Wie gesagt, wenn Manuel Lütscher eine 10,4 schießen würde, dann sichert er die Bronzemedaille ab. Wir haben den Jan im Bild. 7,9, Manuel, das ist natürlich jetzt eine Riesenchance für Jan. Der Jan im Bild jetzt. Er schießt und ihm sein Schuss ist 7,8. Nein. Unglaublich. Das gibt's doch. Unglaublich. Der Jan schießt nach dem letzten Schuss 7,8. 7,1, 10,4, 7,8. Ja, wir müssen uns vom Jan verabschieden. Muss ich ehrlich sagen, ich hätte das nie gedacht. Ja. 2,7 ist schon Wahnsinn. Aber das ist Wahnsinn. Halt auch bei ihm Nerven. Aber eben, es passiert. Und es ist gut zu sehen, dass auch, ja, er ist ja der Weltrekordhalter, dass ihm das auch passieren kann. Ja. Und dass das alles nur Menschen da vorne sind. Wir haben einen Nicht-Kaderschütz auf dem Podest. Ganz sicher schon, der Manuel Lüscher. Wir wissen aber noch nicht, welcher Rang. Er hat 430,9 Punkte. Im dritten Platz jetzt der Sandro Grüter vom zweiten Platz mit 433,2, also 2,3 Punkte Vorsprung. Aber wir haben jetzt gesehen, es kann alles passieren. Und die Führung der Christoph Dürr mit 435,0. Manuel, wieder 8,6, da wird es natürlich schwer jetzt. Da macht er natürlich Tür und Tor auf für den Sandro und für den Christoph. Ich glaube, das sollte klar sein. Aber ich glaube auch erst. Jetzt sehr, sehr Sandro zufrieden mit der Bronzemedaille. Oh, jetzt Sandro 9,7. Der Sandro geht weiter. Das heisst, Manuel Lüscher scheidet aus. Ja. Und der Christoph Dürr schießt das 8,8. Das heisst, die Spitze ist wieder zusammengerückt. Der Christoph Dürr totalisiert 443,8. Der Sandro Grüter 442,9. Nur 0,9 Punkte hinter dem Christoph. Und dritte. Wir verabschieden uns von Manuel Lüscher mit der Bronzemedaille und 439,5 Punkte. Gratulation. Und jetzt geht es um Goldmedaille. Ja, schön, dass es jetzt nochmal richtig spannend wird. Vor dem Schuss waren es 2 Ringe Vorsprung für Christoph, jetzt nur noch 0,9 Ringe. Ja, wenn beide gleich Schusswert schiessen, dann nachher sind es punktgleich. Ja, dann gibt es den Stechschuss. Ja, auch mal interessant. Haben wir kaum Damenfinal. Ja. Nicht um einen Sieg, aber haben wir schauen. Sandro Grüter und Christoph Dürr im Bild. Ja, schauen wir mal, wer zuerst schießt. Sandro ist schon. Oh, und das ist spannend. In der Zielphase. Sandro schießt zuerst. 8,5. Sandro 8,5 und der Christoph 9,3. Wir haben den Sieger, der Christoph Dürr, mit einem Total von 453,1 gewinnt er die Schweizer Meisterschaft im Dreistelligschiessen vor dem Sandro Grüter mit 451,4 Punkten, 1,7 Punkte im Rückstand gegenüber dem Christoph Dürr und dritter, der Nicht-Kaderschütz, der Manuel Lüscher. Ja? Ja, spannendes Finale. Sehr. War sehr abwechslungsreich. Und ja, am Ende hat man doch gesehen, im Stehendanschlag ist noch alles möglich. Ja, super. Ganz ein schönes Finale gewesen. Besten Dank, Enrico, für das Helfen, für das Kommentieren. Bitte schön. Ich tue mich jetzt hier verabschieden. Ich nehme das Mikrofon und gehe zum Sieger und versuche ein Siegerinterview zu machen. Ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg mit deinen Kaderschützen und hoffentlich an der Olympiade eine Goldmedaille. Das wäre schön. Tschüss.
5 Sekunden. Ja, geschätztes Publikum, ich habe Christoph Dürr von mir. Der Christoph Dürr ist sensationeller Schweizer Meister im Dreistellungswettkampf heute geworden. Christoph, was bedeutet dir der Sieg heute da gegen Jan Lochbieler, Sandro Grüter? Ja, ist sensationell gewesen, ja. Was bedeutet dir das? Also generell sehr viel Merci vielmal. Es war eine sehr spezielle Saison. Von dem her bedeutet mir der einzige grössere Wettkampf, den wir in dieser Saison hatten, mit einem Sieg abschliessen, sehr viel. Ja, von dem her bin ich zufrieden, wie es rausgekommen ist und bin happy, dass jetzt die Saison so zu Ende gegangen ist. Im Knienteil hast du schon sehr gut geschossen. Du hast 397 gehabt. Du warst der Höchste gewesen im Knienteil. Dann liegen, dass du am Anfang eher Mühe gehabt. Du bist nochmal aufgestanden bei den Probeschüssen und danach hast du aber richtig losgelassen. Was war während dem Wettkampf für dich das Schwierigste gewesen? Also von der Taktik her habe ich gewusst, ich wollte da relativ zügig schiessen, weil hinten raus gerne ein bisschen der Wind aufkommt. Ich wusste, ich bin zwar gut drauf in der Riemendisziplin, aber um das nachher dann gleich im Wettkampf umsetzen zu können, denke ich, das war sicher eine grosse Herausforderung, wo mir so sehr gut gelungen ist. Und ja, nachher der Stehenteil, ich gewusst, habe ich schon vom Training her gewusst, habe ich ein bisschen Mühe gehabt. Aber ich konnte es einigermaßen gut über die Runden bringen und von dem her ist das gut aufgegangen. So. Gegenüber dem Jan hast du im Stehenteil etwa 10 Punkte liegen lassen. Jetzt im Final hast du genial geschossen, das darf man sagen. Jetzt hast du den Unterschied eigentlich im Stehenteil gemacht. Was war denn jetzt der Unterschied zwischen der Qualifikation und dem Final? Ja, also im Final, ich habe einfach gewusst, ich muss bei diesen Bedingungen, es hat sehr wechselnden Wind gehabt, es war von dem her sehr schwierig zum Schiessen. Ich wusste, wenn ich kann im 9 in denen bleiben, dann ist das gut, dann kann ich meine 5 vorwärts machen. Ja, sonst hätte ich jetzt nicht gesagt, habe ich speziell irgendetwas anderes gemacht. Ich habe einfach meine Linie probiert weiter durchzuziehen. Und dass es jetzt am Ende aufgegangen ist, freut mich natürlich sehr. Der Manuel Lüscher ist extrem weit vorgekommen. Dritter Platz, ich muss ehrlich sagen, ich hätte nie mit dem gerechnet. Wo kann man da Gründe suchen? Dass er hat ja schon gute Qualifikation geschossen und jetzt ein dritter Platz, ist ja super. Nein, also es ist sensationell. Ich kenne den Manuel noch gut von der Juniorenzeit her. Ich habe dort lange mit ihm, oder meine ganze Juniorenzeit, habe ich eigentlich mit dem Manuel geschossen. Wir sind dort sehr gute Kollegen gewesen. Und ich finde das genial. An dieser Stelle auch herzliche Gratulation an Manuel. Es ist sensationell, dass er da seine Medaille gemacht hat. Ja, Gründe suchen, ich weiß nicht. Ich habe noch nicht mit dem Manuel geredet, wie er das gesehen hat. Aber ja, er hat ein super Final gezeigt und hat konstant das können durchziehen. Querschiessen ist eine sehr technische Sache, ist eine mentale Sache. Wie viel investierst du denn jetzt zum Beispiel ins Mentaltraining? Das Mentaltraining ist ein grosser Teil vom Training. Ich würde sagen, oder ich muss jetzt auch so sagen, je weiter ich aufgekommen bin, desto mehr muss ich investieren in den Bereich. Es ist jetzt noch schwierig, um das direkt quantifizieren können zu sagen. Aber ja, jetzt gerade hinsichtlich natürlich von so einem Wettkampf, wenn man in der Wettkampfphase ist, als Vorbereiter darauf, ist das schon ein sehr grosser Teil. Und dann würde ich sagen, sind das sicher gute 50%. Okay, das ist sehr viel. Du hast dann professionelle Unterstützung oder macht ihr das einfach mit den Trainern? Oder wie muss man sich das vorstellen, das Mentaltraining? Also generell ist es natürlich etwas, wo man muss es selber machen. Also wie soll ich sagen, das ist nicht wie ein physisches Training, wo man einen Trainer hat, der einen genau anleitet. Also ich persönlich arbeite mit Sportpsychologen zusammen, wo mir auch helfen, wo mir Hilfestellungen gewisse geben. Aber letztendlich bist es du selber, wo das Ganze muss durchziehen und muss machen und sich dann auch die Wettkämpfe sauber können vorbereiten im Kopf. Und ja, viel geht es über das Vorstellen, wie wird der Wettkampftag sein, wie wird er mich verhalten. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Teile im Mentaltraining.
Ja, jetzt eine Frage für die Zukunft. Im Moment sind ja nicht so wahnsinnig viele Wettkämpfe. Einerseits die Frage, wie sieht denn jetzt dein Training aus in den nächsten Monaten, weil ja praktisch nichts kann an Wettkämpfen durchgeführt werden. Und wie sieht deine Zukunft weiterhin aus, also die Strategie, eine mehrjährige Strategie? Ja, also du hast es angesprochen, es ist momentan sehr eine schwierige Situation mit der Corona-Situation. Aktuell hoffen wir mal, dass über den Winter, also die Luftgewehr-Saison und dann auch die neue KK-Saison, dass es einigermaßen einigermaßen guten Wettkampfkalender gibt. Von dem her werden wir uns normal hier in der Schweiz auf einen vollen Wettkampfkalender vorbereiten. Wenn sie dann abgesagt werden, die Wettkämpfe, dann ist es dann halt so, aber wir bereiten uns sicher so darauf, als ob die Wettkämpfe stattfinden, und solange wir nichts anderes wissen, ziehen wir das so durch. Ja, längerfristig. Ich habe weiterhin wieder Zusagen bekommen, dass ich wieder die nächsten zwei Jahre sicher am NLZ kann bleiben. Das wird sicher auch mein Ziel sein, das auch längerfristig nochmal zu gestalten. Und das ist so meine Zukunft. Ja, vielen Dank, Christoph, für das super Interview. Herzliche Gratulation für den Sieg, und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Und ich würde mich freuen, vielleicht dich in vier Jahren an den Olympischen Spielen zu sehen. Danke vielmals. Merci.